NRW schenkt Immobilienkäufern bis zu 10.000 Euro. Einen Rabatt auf die Grunderwerbsteuer gewährt das Land Nordrhein-Westfalen Immobilienkäufer im Jahr 2022, solange sie die Immobilie selber nutzen. So bekommen sie jetzt ihr Geld zurück. Mein Name ist Carsten Petzold. Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wer sich im Jahr 2022 eine Immobilie kauft, um selbst darin zu wohnen, kann sich in NRW einen Teil seiner Grunderwerbsteuer erstatten lassen. Wer den Kauf bereits abgewickelt hat, kann den Antrag auch rückwirkend stellen. Jeder, der seit dem 1. Januar 2022 eine Immobilie, egal ob Haus, Wohnung oder ein Grundstück gekauft hat, kann die teilweise Rückzahlung der Grunderwerbsteuer beantragen. Entscheidend ist, dass das Eigentum selbst genutzt wird oder werden soll, sobald es fertig ist und dass der Kaufvertrag in diesem Jahr notariell beglaubigt wurde. Auch viele Sondersituationen, etwa der Kauf einer Immobilie mit anderen oder der Kauf eines Erbbaugrundstücks, sind von der Förderung abgedeckt. Bei einem Gemeinschaftskauf muss jedoch mindestens ein Käufer seinen Hauptwohnsitz in die Immobilie verlegen. Zudem müssen alle Käufer gemeinsam einen Antrag stellen. Wer sein Haus erst noch bauen oder renovieren will und deswegen nicht sofort einzieht, kann ebenfalls die Förderung erhalten. Er muss innerhalb von 3 Jahren eine Meldebescheinigung nachreichen. Den Antrag auf die Förderung sollen Immobilienkäufer bald bei der NRW-Bank stellen. Noch ist das nicht möglich. Interessenten können sich allerdings schon jetzt für die Förderung registrieren. Sie werden dann von der NRW-Bank informiert, sobald die Anträge online eingereicht werden können. Wer die Bedingungen erfüllt, kann sich vom Land Nordrhein-Westfalen 2% des Kaufpreises erstatten lassen, bis zu einem Kaufpreis von 500.000 Euro. Es gibt also eine maximale Förderung von 10.000 Euro. Mit dem Rabatt auf die Grunderwerbsteuer erfüllten CDU und FDP kurz vor der nächsten Landtagswahl ein Wahlversprechen von vor 4 Jahren. Damals kündigten die Parteien eine Senkung der Grunderwerbsteuer sowie einen Freibetrag an. In Nordrhein-Westfalen ist der Grunderwerbsteuersatz so hoch wie in keinem anderen Bundesland. Er liegt aktuell bei 6,5%. Im Vergleich dazu hat Bayern nur 3,5%. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit meinen Erklärungen ein wenig helfen. Haben Sie Fragen oder Anregungen, hinterlassen Sie doch unterhalb des Videos einen Kommentar. Gefällt Ihnen das Video, so freuen wir uns natürlich sehr über ein Like. Vielleicht abonnieren Sie ja unseren Kanal, so verpassen Sie keine neuen Videos mehr von uns. Ich sage Tschüss und danke fürs Zuschauen.